Und damit willkommen zurück zu Mass Effect 1 in der Legendary Edition. Wir reden, betreten, Mira. Treten Mira klingt irgendwie seltsam. Ah, ihr kommt nicht mit? Okay, ist in Ordnung. Hm. Oh, das ist also Mira. Der VUI-Kern scheint nicht funktionstüchtig zu sein. Sie können versuchen, die Datenbank manuell zu rekonfigurieren oder Universalgel einsetzen, um die beschädigten Systeme zu reparieren. Ah. Das ist doch ein Rätsel, was jeder kennt. Dahin, dahin. Du dahin, du dahin. Dahin. Wenn es euch etwas zu schnell geht. Einfach anhalten. Nee, warte, das. Du musst erst da, genau. Zack, zack. Dann kannst du hier weg. Dann kommst du darauf. Dann kommst du zu Kern 2, du kommst auf Kern 1, Kern 3 und zack. Was war das jetzt für eine Siegesmelodie? Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Verdammt, ein Pop-up. Wie schalte ich das Ding aus? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira schön zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard von der Allianz Navy. Einen Augenblick bitte. Dienstrang bestätigt. Aufgrund der Notfallsituation erhalten Sie eine Level 2 Autorisierung. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level-3-Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Sieht aber echt cool aus, muss man sagen. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich hab's eilig. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Funktioniert überhaupt irgendwas? Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Dadurch soll alles abgetötet werden, was einer Umwelt gefährlich werden könnte. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Kann mir jemand erklären, was Helium-3 überhaupt ist? Ich kenne Helium, aber ich höre immer wieder Helium-3. Was ist Helium-3? Was soll ich unter Helium-3 verstehen? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Gemäß der Sicherheit. Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Wieso war das gerade schwarz umrandet? Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Okay. Wenn irgendetwas schief läuft, wirst du getötet?
Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Das ist ja gut. Achtung. Landleitungsverbindungen. Ja, das wissen wir doch. Auf zu reden. Die Passagierzüge sind außer Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Danke, Mia. Die Passagierzüge sind du musst es nicht 50 Mal wiederholen. Ich weiß es mittlerweile. Sehr freundlich, aber dass du es sagst. Was ist das für ein komisches Dach? Nö, nicht schon wieder. Geht weg. Push euch. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall manueller Neustart erforderlich. Ist das hier drauf? Achtung! Landleitungsverbindung. Mira, Klappe halten. Die Passagierzüge sind meine Frage ist, das hier draußen, weil damit die gekühlt werden oder. Wo kommt der Schnee her? Das ist doch alles. Ist das nicht alles vom Eis umschlossen? Hm. Eine Startermanöver Überbrückung. Das ist ja leicht. Katana. Was Neues für Rexy. Okay, dankeschön. Rex, du kriegst eine Katana 6. Reimt sich sogar, ne? Du kriegst auch mal hier was drauf. Protonladung. Shit, um Giro. Du kriegst Gift. Mach du Giftschaden. Ist in Ordnung. Du kriegst dann hier das. Kane, du kriegst... Was benutzt Kane eigentlich die ganze Zeit? Kane, zeig mal, was du benutzt. Benutzt du Pistole? Okay, gut. Pistolen, Junge. Kriegst die bessere. Die macht ja so viel mehr Schaden. 100... Eieiei. Und du gehst auf... Brand habe ich ja schon, oder? Ja. Mach du hier das. Und du kriegst Stabilisator. Bitteschön. Ich gerne, hab dir gerne Ausrüstung gegeben. Okay. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Weißt du, warum der Reaktor... Das ist alles, was müssen wir jetzt... Ist jetzt hier oben irgendwas... Hä? Wieso sind wir jetzt hier oben? Ist hier irgendwas, was wir machen müssen? Ist eine Ausrufezeichen. Genau. Das hat man ja auch so gut gesehen. Dankeschön, Spiel. 1A. Kriegst ein Däumchen dafür nach oben. Landleitungen sind jetzt repariert. Warum ist der Schalter für Landleitung da oben? Muss man nicht verstehen, ne? Also ich versteh's nicht. Ich versteht ihr es. Ich versteh's nicht. So, Mira, nein, mit dir will ich nicht mehr reden.
Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmung. Schreck mich nicht so. Hab da gut gemacht. Ihr nicht mitgekämpft habt. Ich sag dazu jetzt nichts, Rex. Das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, warum er solche Geräusche gemacht hat. Wo geht's hier lang? Zu Ise. Es ist Ise. Ah. Ernsthaft, der sieht aus wie Ise von hier aus. Aber hier ist es 323. Wow. Wir gehen zu Ise. Okay, auf zu Gott. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Ach jetzt? Warnmeldung. Das ist hier der Hauptreaktor. Notfall-Eindämmungswarnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Mira kann sich auch entscheiden, was sie sagen will. Prozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Gut, dass ich den richtigen Weg gehe. Blockiert. Ja? Müll kann. Oh, ich wollte schon mal Müll durchwühlen. Er schmeißt seine Brandmunition weg. Warte, was? Granatenupgrade? Kommen die Level her? Schaden, allgemeine Höhen. Fitness freigeschaltet. Wisst ihr, bevor man auch nur annähernd auf Fitness denken kann. So, ja, jeder normale Mensch, ne? Fitness, wie kriegt man nicht hin? Fitness ist echt schwer. Du musst zuerst deinen Sturmangriff trainieren, bevor du deine Fitness trainieren kannst. Vorher geht das nicht. Vorher hat man einfach keine Fitness. Verbessert Gesundheit und prozentual. Ich hab genug. Was? Nächster Schuss, was? 200% pro Sekunde. Einsatz baut Waffenwärme ab. Marina schreibt gerade, deswegen bin ich so unsportlich. Ja, du musst erst deinen Sturmangriff trainieren. Vorher geht's nicht. Das habe ich voll. Was will ich jetzt noch machen? Komm hier. Adrenalinschub. Dankeschön. Benutze ich eh nie. Das ist mein Problem. Warum ist hier. Nein, hör auf, um zu. Nein, nicht stirb. Nein. Danke. Ach nein, hier. Der hat mich überhitzen lassen, alles klar. Nein, hört auf. Hört auf. Geh weg, kuscheln. Nein. Wie war das nochmal mit? Wie war das denn auch? Shepard-Attentat. Oh. Warum heißt das Shepard-Attentat? Kannst du mal aufhören, Gummibärchen zu spielen? Ich glaube, der ist gestorben. Diese Sau. Gut. Gut. Erstmal was trinken da oben. Wir haben die Schilde verloren. Wer hat die Schilde? Du hast. Nee, du hast doch dein Schild. Die HE3-Kraftstoffleitung ist durchtrennt. Ja, dann machen wir selber wieder ganz. Ich wollte. So. Reparieren. Ganz professionell. Einen Knopf drücken. Yep. Schön. Das war jetzt eine ultraschwere Reparatur. Hat mir fast ins Höchste gemacht. Das war. Er hatte einen Wasserfall an Schweiß, während ich das gemacht habe. Es war. Puh, ja, ne. Ein Tipp. Mach das nicht zu Hause nach. Knopf drücken. Mach das niemals zu Hause. Es ist Lichtschalter zum Beispiel. Immer nur professionelle Hilfe holen, wenn ihr Lichtschalter drückt. Immer nur. Nicht anderes. Nicht selber machen, immer nur professionelle Hilfe. Sonst, es könnte ja sonst was passieren, ne? Ihr wollt Licht anmachen? Nein, jemand anderes muss das machen. Nur ein professioneller Elektriker darf das machen. Naginata.
weiß nicht, was für ein Schwachsinn ich hier rede, aber ich rede Schwachsinn. Ich rede gerne Schwachsinn. Jetzt müssen wir den ganzen Weg... Müssen wir jetzt nochmal... Ne, mit Mira müssen wir jetzt nicht nochmal reden, ne? Die hat doch nur gesagt, dass irgendwas falsch ist. Mira-Termine. Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Warnmeldung. Okay. Wir müssen zum... alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Zum Dingsbums. Zum Dingsbums halt eben. Fahrstuhl. Genau, das wollte ich sagen. Guckt es euch an. Caden, ich und Rex. Gewöhnt euch nicht so sehr an Caden. Er wird irgendwann ausgetauscht. Demnächst. Dauert noch ein bisschen. Apropos. Ihr habt auch ein paar Level. Machen wir ein bisschen Elektronik. Wir haben noch alles kurz schließen können. Das ist immer so groß. Wüstenkampf. Ja, mach mal hier weg. Zack, das. So, dass du auch Stars einsetzen kannst. Sehr schön. Verleiht die Fähigkeit Immunität. Schaden gegen Schilde wird nicht... Interessant. So. Alle Ziele neutralisiert. So, hier war nichts. Das war jetzt... Hier war noch nicht. Wo kommen wir jetzt hier durch? Hier hin? Hier lang? Das sieht aus wie... Sieht aus wie eine U-Bahn. Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Warnmeldung. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Aber ich will trotzdem. Ist mir egal, was du sagst. Sie sind eingeschlossen. Die Tür ist kein Problem. Offenbar befinden sich die Züge zu den Außenstationen dahinter. Plasmareinigung. Oh. Oh Gott, Hat man Lust auf Barbecue? Ich schon, gerade irgendwie, weiß ich nicht. Ich, meine Leiche ist übrig geblieben. Wow. Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Er hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Mein Volk wirft die Leichen von Selbstmördern den Aasfressern vor. Die Natak werden ihn bald finden. Okay. Wenn du das sagst. Achso, kann man gar nicht durch. Also wir hätten jetzt die Entscheidung gehabt, die Tür mit mittelschwerer Dechiffrierung zu öffnen und die selbst zu bekämpfen oder dem das hier. Müssen wir das jetzt immer noch dechiffrieren oder... Na, jetzt ist es offen. Wie hat sich sowas ausgedacht, dass sie da, dass hier flammt? Müssen ja da sowas schon nicht geahnt jetzt, haben. Commander. Wie nicht jetzt, hä? Shepard! Was? Shepard? Hä? Wer hat jetzt Shepard gesagt? Hä? Caden, bist du im Stimmbruch? Wäre nichts Neues. Diese Musik hier, die ist gruselig. Das war also der Dekontaminations-Hub irgendwas. Gut, dann fahren wir in der nächsten Folge mit dem Zug. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir haben gerade Caden gesehen, wie er teleportiert ist. Bis dann. Cheerio.